schwer, so viel 121 Schaden. Das ist ja wirklich krass mit dem Hammer hier. Na, ich sag doch. Alter. Nur zum Abbauen geht's nicht, ne? Nee. Steine kannst du mit abbauen, doch. Die haben keine Leichen. Vielleicht hättest du dem Goblin eine Socke geben sollen. Dann wär's Dobby gewesen. Dann hätte er dir geholfen, weil dann wäre er, ne? Ja, ja. Ah. Der gute kleine Dobby. Geier sind nicht aggro, oder? Geier? Nee, glaub nicht. Jimmy, da kommt was. Können wir von hier oben abknallen. Oh. Mal Cheesy Mode hier, ne? Wie ich dem die Pfeile im Kopf stecken, ey. Oh, den anderen. Oh, der kommt vorne hoch. Aber gespickt hier die Schweine. Sehr schön. Wir schneiden zusammen wieder. Wo seid ihr unterwegs gerade? Immer noch vorne an der komischen Brücke. Der Brücke. Ah. Gab man noch 4 Wölfe gekillt. Geben aber gut Leder, muss ich sagen. Ja, ich glaube, das werden wir bald brauchen zum Reparieren. Moment, das ist schon wieder kaputt, komplett. Naja, ist in Ordnung. Oh, hier kommt doch schon wieder irgendwas an. Ach, ja, da hängt immer noch ein Panther bei uns an der Hütte. Mm. Thomas bekommt. Seid ihr gerade alle? Könnt ihr mal eben zurückkommen? Ja. Ja, ja, ist auf dem Weg. Komme sofort. Bin auch gerade hier. Thomas bekommt seine Schokotörtchenpackung hier auf. Thomas. Asche über den Haupt. So. Oh, hast du nicht gesagt, du arbeitest als Türsteher und du kriegst nicht mal so eine Schokotörtchenverpackung auf? Du machst da was falsch. So, Alex, ich komme. Ah ja, ich sehe dich. Hast du eine gute Stelle irgendwie, wo man dem so ein bisschen entkommen kann? Ich lock den jetzt hoch zur Stadt. Ja, okay. Was ist das für ein komisches Geräusch hier gerade? Irgendwas? Also ich komme mit hoch. Geht schon wieder nicht hoch. Oh, diese Hügel hier, die sind echt. Ja, die Hügel sind etwas nervig. Gewöhnungsbedürftig. Da kommst du einfach nicht hoch. Und Hallöchen, Schubi. Ob sich das Spiel lohnt? Also, kurz Antwort: Ja, auf jeden Fall. Allerdings, kleine Einschränkung, man sollte damit rechnen, dass es noch diverse Bugs gibt, ist halt nur mal eine Early Access Variante, da ist das normal, aber die Ansätze sind auf jeden Fall schon mal richtig gut. Wenn man Ark mochte, mag man dieses Spiel garantiert auch, wenn man Fantasy steht. Wenn man natürlich kein Fantasy mag, dann logischerweise nicht, aber insgesamt lohnt sich das auf jeden Fall. Oh, da kann der unten durch. Scheiße. Aber der ist fast tot. Wir sind gleich da. Warum kriegen eigentlich immer alle den Kill, außer ich? Na, wenn man mit dem Hammer direkt drauf springt und 224 Schaden macht, dann lohnt sich das. Das Problem ist, man muss halt immer, bei denen ist es halt echt doof, weil die immer die ganze Zeit um mich rumrennen, richtig abzupassen, wann der denn zuschlagen muss. Mhm. Ey, krass, nachts sind ja echt keine Tiere unterwegs, ne? Wo sind alle tot? Die schlafen alle. Keine Ahnung, wo die schlafen. Also für die Werkzeuge brauche ich auf jeden Fall noch Leder. Leder? Okay. Ja. Wahrscheinlich nicht mehr Leder da, war. Also eine Axt kann ich gerade herstellen. Na, eine reicht. Einem... Hier ist noch Leder drin. Hast du das schon rausgenommen? Hier 97. Oh, echt? 97? Naja, ich hatte vorne was gesammelt von den Wölfen.
Uiuiui. Was? Nee, dann passt das schon. Also ich könnte 2 Äxte und 3 Spitzhacken herstellen. Und da Mario ja schon eine Spitzhacke hat, jo, ist das ja eigentlich. Würde passen, ja. Damit können wir dann auf jeden Fall schon mal ganz gute Rohstoffe sammeln. Ich glaube, da kriegen wir mit der Axt auch mehr Leder raus. Die Spitzhacke kostet ja auch nur ein Metall, das ist ja schön. Achso, kannst du. Hast du noch Material für einen Eisendolch? Weil irgendwer meinte vorhin, mit dem Dolch geht's auch ganz gut. Können wir ja vielleicht mal testen. Hä? Hast du 5 gebaut? Warum hat er denn jetzt 5 hergestellt? Noch eine? Du baust immer weiter. Ja, ich hab grad mal das Metall rausgenommen, aber warum hat er so viel gebaut? Frage. So dreimal draufgeklickt. Ja, super, haben wir noch einen Metallbarren? Oh, scheiße. Nee, grad nicht. Oh. Nee, aber 6 Spitzhacken. Hat einen Schwachsinn, ey. Hier ist was, hier kämpft was. Hallo. Was? Am Haus oder was? Hygiene. Oh nee, Mann. Und wieder an der Sau. Ja, also gleich tot hier. Ah, zack. Gut. Hast du ja schon eine Axt gebaut? Nee, ne? Nö. Du hast gerade das Schaf gehauen, Jimmy. Ja, ich weiß. Geh weg. Jetzt hau ich dich. Das arme Schaf. Wolltest du es auch heit haben, oder nicht? Ja, aber nicht von einem Schaf. Hallo. Halt vom Schaf ist genauso gut wie halt von einem Mann. Das wird mit dem Tode bestraft. Der Schaf Dolch schlägt. Kostet leider 15 Eisenbarren. Boah, 15 ist ja unverschämt. So, jetzt habe ich aber eine Axt. Edge. Das ist klar, dass du immer nur für dich baust. Hallo? Egoistischer Zwerg, ey, weißt du. Ja gut, hier, nimm. Dass wir von einer Rasse sind, kann gar nicht sein. Oh, lecker Pilze noch hier im Feuerchen. Im Feuerchen? Na. So. Naja, wenigstens schon mal eine Spitzhacke. Ich habe übrigens das Gefühl, dass man hier mit den Wurfmessern auf jeden Fall mehr Hype rauskriegt aus den Tieren. Wenn man die damit abbaut. Das ist mir vorher auch schon aufgefallen. Das fühlt sich irgendwie so an. Vor allen Dingen bei den Fischen ist das sehr lustig. Die guten Haifische. Na komm. So. Mal ganz kurz AFK. Jo. Bevor es Tag wird. Und wir umziehen. Mach mal. Ja, gerade erst mal 1 Uhr. Ja, also ich ziehe nicht um ohne irgendwelche Tiere, auf denen ich reite. Ja, macht meiner Meinung nach auch keinen Sinn. Also einem Wolf entkommen wir nicht, einem Panther entkommen wir nicht. Wir kommen bei keinem vorbei. Könnten wir auch direkt neu starten auf der anderen Seite. Eigentlich schon, ja. Ich meine, wir haben ja jetzt eigentlich ein gutes Level, dass man schon recht viel zusammen farmen kann, ne? Ach ja, das gute Fischleder, ey. Oh, und noch mehr Fische. So, was brauche ich denn? Haben wir denn jetzt schon irgendein Werkzeug, was mehr Hide abbaut? Na, die Eisenspitzhacke meinte Mario, ja. Okay. Ich frage mich, was hier immer kaputt geht, ey. Ich höre hier immer nur dieses Geräusch, dass irgendwas zerbricht. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Hä? Ich habe doch noch alles an. Komisch.
Kam lange kein Meteorit. Muss man ja mal festhalten. Ja, mit der Spitzhacke habe ich aus so einem Longhorn jetzt 15 Hide rausgeholt. Ist doch schon mal ganz geil. Oh, ich bin am Verhungern, warum? Irgendwie ist das voll merkwürdig. Ich habe zwei verschiedene Musikstücke, die übereinander liegen. Okay. Einmal, wenn man hier am Wasser ist, da irgendwie ist das halt so eine relativ fröhliche Flötenmusik und ansonsten halt diese Standardmusik, die hier im Spiel läuft, die habe ich auch noch. Das klingt ja total komisch. Nori. Und noch Mario im Hintergrund, der singt. Auch der noch. Die guten Baden. Drei. So, ich komme mal zurück, weil ich bin am Verhungern. Das ist nicht so schön. Hier ist ein Level 32 Schwein. Oh. Mitnehmen. Und hier ist noch eins. Ich habe keine Harpunen mit. Ich habe Harpunen mit. Und ich habe auch noch einige. Das ist ein 24er. Ja. Eben an der Holzbrücke, wo wir gerade bei den Wölfen waren. Jo. Also die andere Richtung wieder. Kommen wir mal vorbei. Ja, Morpheus, wir haben ja auch selber einen Server, sonst könnten wir ja hier nicht spielen. Ne? Das ist ja, wir haben ja hier selbst einen Server aufgesetzt, aber es geht ja darum, dass man das Ganze ein bisschen komfortabler gestaltet, indem man sich einen Server dann halt bei einem entsprechenden Hoster holt. Darum geht's uns ja. Und dass wir gegebenenfalls auch dann später einen entsprechenden Community-Server anbieten. Wenn das alles so sich noch ein bisschen entwickelt hat. Oh, wo sind die Schweine, Mario? Hin an der Holzbrücke weiter, also da wo er. An der Holzhütte einfach geradeaus weiter. Also Anni müsste den Weg kennen, wenn Anni bei dir ist. Ich bin bei der Hütte. Los. Oh, fuck you, Panther. Also rechts hoch oder was? Nee, geradeaus weiter. Einfach den Weg am Fluss lang. Am Fluss? Also vor der Brücke liegt da. Bist du hinter mir, Alex? Nein. Nee. Was? Oh nein, warum denn schon wieder der scheiß Panther? Ja, der ist halt bei den Schweinenden. Ich wollte den gerade mal eben wegmachen. Fuck. Da habe ich übrigens gelesen, dass die ersten Anbieter tatsächlich auch Citadel-Server dann anbieten werden, allerdings 40 Slots nur, weil die Ressourcen wohl extrem, oder der Ressourcenaufwand ist wohl extrem hoch, dass es sich nicht lohnt, für 10 Slots oder irgendwas anzubieten. Aber 40 Slots kosten natürlich auch echt einen Haufen Asche, also ist definitiv keine Option für Einzelspieler irgendwie, die halt einen kleinen Mini-Server für Freunde aufmachen wollen oder sonstiges. Also Alex, ich bin jetzt bei dir. Na, ihr seid falsch. Hä, wo wollt's? Ich hab gesagt, bei den Wölfen. Da vorne. Ah, ja, okay. Alles klar. Ja, also am Fluss weiter. Ja, okay. Einfach geradeaus weiter. Geht in beide Richtungen, der Fluss, ne? Ja, aber ja, ich habe gesagt, bei den Wölfen. Anni hätte ja wissen müssen, wo es ist. Ja, ich habe gerade gedacht, ihr steht da zusammen an der Stelle, deswegen bin ich da ja gelaufen. Ein Königreich für ein Fernglas, ey. Ja, gute Nacht, Sabrina. Mach's gut. Ich hoffe, dass der blöde Panther hier nichts gekillt hat, weil ich sehe gerade die Schweine nicht. Aber die rennen ja auch ab und zu mal weg. Da hinten ist auf jeden Fall eine Hyäne. Anni legt sich hin. Ja, ich brauche Ausdauer.
Hey Schweine, wo seid ihr hin? Hallo. Hier ist auch eine Sau. Was bist du denn für ein Level? Da ist der... Nee, das ist was anderes, okay. Du bist Level 12, mein I. Ja, ist ja egal, welches Level, ne? Hauptsache überhaupt irgendwas. Also hier drüben auf der Anseite von der Brücke ist die Sau, die eine, die Level 12 war. Oh, nein, geh weg. Ich hör's doch schon mehr hinter mir. Das... Oh ja, du hast den scheiß Panther. Du? Ich würde gern raufhauen. Na. Da noch eine Spinne. Auch noch. Oh ja. Ich loot mal kurz mein Zeug, dann kann ich gleich mithelfen. Ja. Spinne ist weg. Oh, leck. Die Spinne ist schon tot, okay. Komm her. Ah, oh, bitte. Ich glaube, ich habe mich gerade K.O. geschlagen. Echt? Das kann sein. Aber der Panda ist tot. Toll. Ich liege erstmal rum hier. Direkt einen Eisenhammer ins Gesicht bekommen. Ja. Passiert. Passiert halt mal, ne? Dann müsstest du die ganze Zeit im Dreck liegen, Jimmy. Was brauche ich eigentlich, um meine Hose zu reparieren? Mensch, die ist die ganze Zeit schon kaputt. So, wo sind jetzt endlich die blöden Schweine? Ich glaube. Über die Brücke rüber war ein Schwein. Da ist ein Level 12er, die anderen keine Ahnung, wo die gerannt sind. Da ist rechts noch ein Wolf. Links ist ein Goblin. Na, da war irgendwo hier ist noch so ein Wag oder was? Der versteckt sich hier genau neben der Brücke. Das ist das Schwein übrigens. Ah, oh! Das war das Schwein, der sah so garstig aus. Naja, dann hau ich da jetzt nicht mehr drauf. Beziehungsweise die Harpune macht ja keinen Schaden, ne? Nee, die macht keinen Schaden. Na, hat der jetzt das Seil abgerissen? Das freche Vieh. Ja, das reißt halt irgendwann, ne? Na, das ist ja kein richtiges Seil, das betäubt ja nur, das hält ihn ja nicht fest. Gut. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Das ist schön, der blöde Panda. Und wenn das Seil reißt, dann ist der Torpor-Effekt auch, also der wird überhaupt gar nicht übertragen. Okay. Du musst also idealerweise, wenn du angefangen hast zu schießen, immer im Kreis rennen, dass die Seile nie reißen. Ja, ich weiß nicht, wo die Sau jetzt hin ist. Die ist abgehauen. Ist die spawned oder so? Die ist ins Wasser gesprungen eben. Aber ich sehe die nicht mehr. Hier irgendwo rein. Ich guck gleich nochmal. Was ist denn das da hin? Ach, das ist ein Drache. Ach nee, das ist nicht die Sau, das ist was anderes. Keine Ahnung, wo das Vieh hin ist. Schwimmt im Wasser. Kämpft gerade gegen irgendwas. Vielleicht da vorne. Ist das bei dir da, Alex? Ja, kämpft gerade gegen den Wolf oder sowas oder irgendwie. Keine Ahnung. Ja. Gucken, ob er vielleicht nicht doch noch irgendwie ein anderes Schwein rumrennt. Und da kann sein, dass sie da in der Nähe noch rumrennen, weil die von weggerannt sind oder so. Naja. Asker, du schreibst, 4Players hatte Server im Angebot. Haben die jetzt auch nicht mehr im Angebot, oder was? Hier ist, glaube ich... Nee, das ist keine Sau. Das ist so ein anderes Kart hier, wo ich den Namen vergessen habe. Kebo? Kebo. Man kann die noch mieten.